Hallo, guten Tag. Also in einem hat sie nicht recht, ich bin nicht unaufgeregt. Es ist immer so, wenn man so vor einer Masse an Leuten steht, ganz was anderes, als wenn da so eine blöde, nicht nur so eine Kamera vor einem ist. Weil man kann in den Gesichtern ablesen, langweilt er jetzt oder langweilt er nicht. Also ich versuche sie nicht zu langweilen, im Gegenteil. Ich habe die Glaskugel jetzt auch nicht dabei. Die Kollegin hat es ja gesagt, die habe ich versteckt zu Hause und da schaue ich dann immer heimlich rein. Nein, Perspektiven 2020, Muster in Märkten erkennen. Wir haben sie leider nicht, die Glaskugel. Wir hätten sie gern, aber wir können vielleicht mal versuchen, Blicke reinzuwerfen. Aber was ist denn der Markt? Was ist Börse? Was ist vielleicht Volkswirtschaft im Vergleich mit Börse? Ich bin viel an der Börse. Die Kollegin hat es gesagt, vielleicht hat man mich auch schon mal in Frankfurt gesehen. Börse und volkswirtschaftliche Daten geht oftmals einher. Manchmal ist es komplett konträr. Und deswegen macht es Sinn, sich Trends anzuschauen, gewisse Muster und gewisse Marktkonstellationen. Ja? Und wir im Bankhaus Donner und Reuschel, wir haben uns auf die Trendanalyse ja spezialisiert. Wir schauen uns Trends an und versuchen, diese Trends zu spielen. Denn technische Analyse ist jetzt nicht um Vormittag um 9 Uhr rein, um 9.30 Uhr raus, hin und her macht Taschen leer oftmals, sondern wir versuchen da schon mit einem gesunden, neutralen Blick die Märkte und die Trends zu analysieren. Das möchte ich Ihnen jetzt ein bisschen nahe bringen. Wir gehen dann wirklich auch auf konkrete Beispiele ein, also Charts von gestern. Wo könnten sich DAX und Co. hinentwickeln? Und was sind, ja, das Motto des heutigen Tages, die Perspektiven 2020? Trends. Ja, ich habe es gesagt, oftmals vergänglich, manchmal wiederkehrend. Die Jüngeren kennen die Gesichter vielleicht jetzt nicht. Was alle kennen, ist den Trend, der in 4 Wochen endet. Das ist die Lindenstraße. Ich habe das deswegen aufgenommen, denn ich war damals dabei, als der Trend begann. Ich habe es letzte Woche auch in Hamburg schon erzählt. Ich bin damals zu meiner Mutter, ich war damals Grundschüler. Ich habe gesagt, Mama, da kommt am Sonntag was im Fernsehen, das würde ich gerne anschauen. Und dann hat meine Mutter, sagt man ja, hat dann gesagt, ja, das wird schon so ein Schmarrn sein, das kommt jetzt 3-4 Mal und dann ist eh rum. Es war ein über 30-jähriger Trend, der aber irgendwann mal abrupt vorbei sein wird, leider. Ich habe es immer gern angeschaut, muss auch dazu sagen, in letzter Zeit, dann kamen Kinder dazu, dann hat man am Sonntagabend was anderes zu tun und so weiter und so fort. War jetzt auch nicht ganz unschuldig dran, dass die Zuschauerzahlen zurückgingen, aber es ist ein Trend, der die deutsche Filmlandschaft geprägt hat, aber er ist geendet. Man kann sich jetzt unterhalten, warum und weshalb und was hätte man tun können. Es ist wie am Aktienmarkt. Es läuft, es läuft, es läuft. Und wenn man nicht rechtzeitig erkennt oder auch akzeptiert, dass ein Trend endet, dann fällt man hinten runter. Wenn Sie ab dem 1. April, glaube ich, 29.03. ist die letzte Ausstrahlung, wenn Sie ab dem die Woche drauf um 18.50 Uhr vor der ARD sitzen, dann suchen Sie vergeblich nach der Lindenstraße. Es ist vorbei, es kommt nicht wieder, vielleicht auf ARD One oder auf den Wiederholungskanälen Lindenstraße, aber der Trend Lindenstraße ist vorbei. Und genauso ist die Börse. Wir können oftmals diskutieren, warum und weshalb, genauso wie im Sport, warum ist einer auf Platz 1, auf Platz oder auf Platz 18, das darf doch gar nicht sein, die Bayern müssten doch 10 Punkte Vorsprung haben, warum ist der Verein auf letzter Platz, es ist wie es ist. Wir haben auch wie im Sport, wir haben am Aktienmarkt, wir haben Kriterien wie Momentum, wir haben Trends, wir haben ja, Stärken, Schwächen und dann ist es immer die Frage, so ein Trend, er kann mal enden, er kann mal brechen. Und dann kommt oftmals so der Spruch, ja, die Aktie XY, die war doch schon mal bei 100, da muss sie doch wieder hin. Da wird sie auch wieder hingehen, was auch immer. Also diese Hoffnung, diese psychologische Hoffnung. Und dann ist die Frage, ja, kann man schon versuchen, das auszuhalten, aber wie steht es dann mit unserem Atem? Dieses, das sitze ich jetzt aus, das wird schon wieder, weil ich, ja, die Lindenstraße, ich hoffe es, aber wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich gehe davon aus, in 2 Jahren wird die ARD-Programmleitung so gescheit sein und das wieder einführen, dann ersticke ich. Es wird nicht passieren. Also mit unserem langen Atem ist es nicht so lang her, wie es oftmals ja, unterstellt wird, vielleicht ja, gehofft wird. Und genauso wie hier beim Obelix, er hat das verloren, das ist Asterix und Obelix in Spanien. Irgendwann müssen wir Luft holen. Und dann ist es vorbei. Wir haben einfach nicht diesen langen Atem, um uns an der Hoffnung festzuklammern. Die Hoffnung suggerieren dann oftmals Zeitungsartikel oder irgendwelche Medienmeldungen, an denen wir uns vielleicht festklammern. Und da geht es dann in die Psychologie.
Wenn man technische Analyse betreibt, dann muss man sich mit einer W-Frage speziell beschäftigen, aber erstmal mit den drei Was, Warum und Wie. Das Was, was kaufe ich, das beantworten Ihnen die Herrn Yildiz und der Herr Mumm, das sind unsere Quant- und Fundamentalanalysten. Auch das Warum, das Wie, wie handle ich das, das macht Ihr Berater, der sagt, gehen Sie an die und die Börse, machen Sie es über Xetra oder was auch immer. Und dann ist die Frage des Timings, wann? Wann gehe ich in ein Vehikel, gehe ich in ein Wertpapier, in eine Aktie, in einen Rohstoff? Das ist die technische Analyse. Losgelöst von irgendwelchen Hoffnungen, losgelöst von irgendwelchen, vielleicht psychologischen Komponenten. Ich habe mich jetzt eineinhalb Jahre lang darauf vorbereiten können, dass es die Lindenstraße nicht mehr gibt. Jemand, der sich damit nicht beschäftigt hat, für den endet der Trend am 29.03. abrupt und der fällt einfach raus. Genauso ist die technische Analyse. Und wie gehen wir davor? Technische Analyse ist das große Bild. Ich sage immer, ein technischer Analyst muss nicht viel wissen. Ein Fundamentalanalyst, wenn sich eine Aktie anschaut, der schaut sich die KGV an, der schaut sich die Bilanz an, der schaut sich Substanzwert an, Ertragswert, der schaut sich das Management-Know-how und. Der technische Analyst muss nicht viel wissen, in Anführungsstrichen, er muss nur die Regeln kennen. Und diese Regeln der Mustererkennung, die können Sie auf einen Rohstoff überstülpen, die können Sie auf eine Aktie überstülpen, auf Renditekurven, auf Zinsen, was auch immer. Und das ist der große Vorteil. Wir haben das große Bild. Wir versuchen oder können erkennen, wo Trends enden, wo es gefährlich wird, ob der Trend dann bricht, das wissen wir erst, wenn er bricht. Also das ist auch so eine Floskel, die ich immer strapaziere und manche lachen schon, aber ein Trend ist so lange intakt, bis er bricht. Und er bricht erst, wenn er bricht. Ich kann mir nicht Gedanken machen und sagen, okay, ich zeige mir Beispiele aus dem Sport. Ende der Hinrunde. Die Nummer 1 im Fußball, FC Bayern, war irgendwo auf Platz 7, 6. Dann haben schon viele vielleicht gehofft, gemunkelt, der Trend bricht jetzt. Die wären heuer bestenfalls Fünfter. Wir wissen es erst am Ende der Saison. Wir wissen erst, wenn ein Trend ausgespielt ist, wenn das ganze Muster vollendet ist, auf welchem Platz steht der Verein, auf welchem Platz kommt der Läufer rein, was auch immer. Und das sind die informierten Investoren. Die informierten Investoren, das hat nichts zu tun mit Insiderhandel. Also wir geben keine Infos raus, die vielleicht kein anderer wissen darf, sondern informierte Investoren nennt man in der Charttechnik diejenigen, die versuchen, diese Trends zu durchleuchten, ganz losgelöst von irgendwelchen Hoffnungen, ganz losgelöst von irgendwelchen Wunschvorstellungen. Da gibt es den primären, den sekundären und den tertiären Trend, je nach Anlagehorizont. Wenn Sie vor 30 Jahren in den DAX investiert haben, vielleicht mit einem Fonds, mit einem Zertifikat, was auch immer, dann ist es Ihnen relativ egal, was sekundär und tertiär, sprich was mittel- und kurzfristig passiert. Nur wenn Sie jetzt dastehen und sagen, ich möchte jetzt investieren, Herr Utzschneider, wir sind bei 13.700, lohnt es sich jetzt noch? Die Frage haben Sie bei 8.000, bei 9, bei 10, bei 11, bei 12 und bei 13.000 auch gestellt. Wir sind doch ganz oben. Ich weiß nicht, wann wir ganz oben sind. Ganz unten ist 0. Aber wann ist ganz oben? Ist 14.000 ganz oben? Ist 12 irgendwann ganz oben? Ist 25.000 ganz oben? Das wissen wir alle nicht. Wir können nur zusehen und wirklich losgelöst von Hoffnungen und Emotionen den Trend verfolgen und dann sagen, jetzt, wenn er bricht, jetzt ist es vorbei. Und ob das 14.899 ist oder 16.120, das wissen wir natürlich jetzt nicht. Aber in dem Moment, wo es soweit ist, können wir das Signal aussenden und sagen, so, wir sind jetzt informierte Investoren. Wir sind in diesen drei Phasen, sprich Akkumulationsphase. Ich versuche das mal so zu beschreiben. Ich war letzte Woche, das ist so ein plastisches Beispiel, war ich in Hamburg und Sie wissen ja noch, da war dieser Sturm, dieser Biene. Sabine. Davor war das Hochfrank, dann kam die Sabine. Und dann war die Frage, ja, wie kommst du jetzt zurück? Flüge, Züge. Wenn Sie informierter, ich sage jetzt mal Flieger waren, mal weg von dem Investor, dann haben Sie gesagt, okay, dann fliege ich halt schon um 6.20 Uhr, vielleicht so früh wie möglich. Stehe ich um 4 Uhr auf, fliege ich um 6 Uhr zurück, um 9 Uhr hat auch noch geklappt. Die Frau Schmidt, glaube ich, ist, die mich anmoderiert hat, ist um 9 Uhr zurückgeflogen, aber man hat sich vorher informiert. Viele saßen in Hamburg am Flughafen an der Bahn fest, die sind nicht mehr nach Hause gekommen, das war die große Herde. Man muss sich vorher informieren,
sagen, okay, wo sind die Stellschrauben, wo könnte ein Trend brechen? Ich zeige das nachher auch noch anhand von wirklich praktischen Beispielen, um vor der großen Herde zu sein. Denn was ist denn? Ich war um 6.20 Uhr am Flughafen, hatte mein Ticket. Was meinen Sie, wie viele da, der Taxifahrer hat gesagt, heute ist der Wahnsinn, wie viele an den Flughafen in Hamburg gefahren sind, die große Herde, und noch Tickets haben wollten. Aber der Markt war ausverkauft, überkauft nennt man das in der Charttechnik. Es war nichts mehr da. Ich hätte wahrscheinlich mein Flugticket, ich weiß gar nicht, 100 Euro, 200 Euro, ich weiß es nicht mehr, hätte ich wahrscheinlich für 1.000 Euro verkaufen können. Für jemanden, der Panik hat, nicht mehr heimzukommen. Und das ist genau das hier. Die Panik setzt dann ein, die Überkaufssituation, die Tickets, die Aktien, der Markt wird teuer. Und dann sagen sie, mein Gott, dann fahre ich heute Morgen mit der Bahn heim und kriegt der Herr Zorg, kriegt mein Ticket für 1.000 Euro und morgen fahre ich für den 50er mit der Bahn nach München. Das ist die Börse. Rechtzeitig informiert sein, rechtzeitig versuchen zu merken vor der großen Herde, denn die macht den Markt dann so heiß, die überkauft ihn. Und die Herde reagiert dann, sie jetzt nicht, sie sind, ich würde mal unterstellen, alle so auch in dem Bereich Informierte, aber die große Masse, die dann sagt, naja, so wie mein, ja, sagen wir wieder bei meiner Mutter, Martin, jeder sagt jetzt, Aktien sind ganz oben, sollte ich jetzt auch was kaufen? Dann sage ich, Mama, kannst du eine Nacht ruhig schlafen, wenn du nur eine Aktie hast? Na, dann sage ich, dann lass bleiben. Genau das ist der Punkt. Plötzlich kommen alle daher. Jetzt sind wir, das ist ja dieses Paradoxe. Jetzt sind wir ganz oben, jetzt will ich auch dabei sein. Und es ist genau dieses Bild hier. Ist der Zug schon abgefahren, also das Flugzeug? Oder sitze ich bequem in der ersten Klasse? So, kann ich mir raussuchen. Ich werde an der Börse nie, und ich persönlich schon gleich gar nicht, nie den Tiefstkurs erwischen und nie den Höchstkurs. Aber ich kann erkennen, wann was bricht und dann kann ich handeln. Und das sind die informierten Käufer oder Verkäufer. Die breite Masse arbeitet dann für einen, weil sie den Markt heiß macht, den Markt überkauft. Genauso ist es jetzt im DAX. Wenn Sie mit dem Herrn Mumm sprechen, der wird Ihnen, das ist ein Kollege von mir, wir arbeiten ja Hand in Hand, wir haben so viele fundamentale Argumente, dass der DAX da gar nicht stehen dürfte, wo er steht. KGV von 25, überkauft, heiß gelaufen. Aber er steht dort. Und damit müssen wir uns einfach auseinandersetzen. Und wenn er bricht, der Trend, dann bricht er. Ja, Trendanalyse einfach simpel. Sie gehen her, schauen sich den Markt an, je nachdem, wenn jetzt der Herr Kollege Zorg sagt, ich bin doch schon seit 20 Jahren drin, was du erzählst, interessiert mich nicht, dann ist das die andere Komponente. Wenn jemand sagt, ich bin seit 3 Wochen oder 4 Wochen drin, hat der einen ganz anderen Ansatz. Denn eins wissen wir nie an der Börse, das ist die Zeit, also die Zeitkomponente. Man hat immer das Totschlagargument, Aktien kaufen, langfristig liegen lassen, mit 70 damit ein Vermögen haben. Ich weiß nicht, ob ich 70 wäre. Wenn ich jetzt heute in den Aktienmarkt gehe, vielleicht weiß ich nicht, wie lange ich Zeit habe, jetzt nicht rein gesundheitlich, sondern einfach nur, vielleicht brauche ich das Geld oder will das Geld verbrauchen, bin vielleicht hier orientiert oder hier. Es ist immer die Frage, was ist mein persönlicher Anlagehorizont? Also dieses, es gibt so viele Folien vor 30 Jahren in den DAX, durchschnittlich 8%. Was bringt mir denn es jetzt im Jahr 2020? Relativ wenig. Deswegen muss ich in den Markt ganz losgelöst von Emotionen rangehen, muss erkennen, ist es aufwärts gerichtet? Jetzt im Beispiel Sport gebracht. Gehen wir weg vom Fußball. Ich war früher Langstreckenläufer, Bergläufer. Da ist es immer, da muss man natürlich immer vorn dabei sein. Es muss immer aufwärts gehen. So. An der Börse kann man auch an Abwärtstrends verdienen und an Seitwärtstrends. Also wenn sie gar nichts rührt. Kann ja jetzt sein, dass der DAX ein Jahr lang 100 Punkte rauf und runter pendelt. Theoretisch. Das wissen wir alle nicht. Kann passieren. Dann gibt es Vehikel, wo ich da Geld verdienen kann. Oder er bricht ein. Beispiel wieder vorher, FC Bayern ist jetzt auf Platz 1. Warum und weshalb auch immer verlieren die jetzt 10 Spiele in Folge? Punkt. Dann kann ich da auch verdienen. Und ein unerwartetes Ereignis, ich muss da nicht schmunzeln, ich bin ein Fan von einem Fußballverein, der von der Champions League träumt, aber gestern kam die Meldung, Manchester City, na, Nürnberg, Manchester, nicht lachen. Wir haben nach dem FC Bayern die meisten Meistertitel, immer noch. Manchester City darf 2 Jahre nicht in der Champions League spielen. Überlegen Sie mal, Manchester City wäre eine Aktie. 2 Jahre lang keine Millioneneinnahmen,
wahrscheinlich jetzt Millioneneinnahmen durch Spielerverkäufe. Der Messi geht nicht mehr zu Manchester City. Das ist ein Trend, der plötzlich gebrochen ist. Manchester City, englischer Meister, ja nicht, aber englischer Meister. Champions League immer, mindestens keine Ahnung was. Ein Verein, Wahnsinn. So, jetzt bricht dieser Trend auf 2 Jahre. Keine Kohle mehr, keine Spieler mehr. Vielleicht steigen es sogar ab, wissen wir nicht. Pep geht vielleicht zum Club. Und dann haben wir plötzlich, da einen Aufwärtstrend. Na, das ist so eine Komponente. Wer hätte vor 3 Tagen damit gerechnet, dass ein Fußballverein wie Manchester City nicht mehr in der Champions League spielt? Kann man aber jetzt auch zum Beispiel auf einen fallenden Manchester City-Kurs spekulieren, was auch immer. Aber man hätte rechtzeitig seine Sicherungskomponenten gezogen, hätte gesagt, man weiß nie, wo es mit Manchester hingeht. Man hat Möglichkeiten am Aktienmarkt, das vielleicht zu erläutern. Ja, gemäß dem, ich muss immer nur auf die Uhr schauen, weil ich neige immer zum Überziehen, gemäß dem Brexit-Motto, what shall we do? Wir wissen nicht, was da noch alles kommt. Der Brexit ist jetzt durch, aber wir sind genauso gescheit wie vorher. Wir wissen gar nichts. Der Johnson hat sein Wahlversprechen eingelöst, ist ja auch gut. Er hat sein politisches Versprechen wahrgemacht. Die Briten sind jetzt wieder auf ihrer Insel, da wo auch Manchester die nächsten 2 Jahre spielen wird. Und dann haben wir wissen nicht, was da kommt. Der Herr Mumm weiß, kann Ihnen ausrechnen, was das für volkswirtschaftliche Schäden mit sich bringt. Das wissen wir alle. Aber interessiert das vielleicht die Börse überhaupt nicht? Coronavirus. In der ersten Woche hieß es, Corona wird nie so schlimm wie SARS. DAX fällt. Zweite Woche, Corona wird viel schlimmer als SARS. DAX steigt. Was soll man tun? Wir können uns wirklich nur noch, und jetzt komme ich wieder zurück, an Mustern orientieren, an ja, auch an Momentumstrategien, was auch immer, um zu schauen, okay, was macht die Börse? Mama, ist die Börse konträr? Börse ist kein Roulette, ist kein Lotteriespiel. Aber vor allem in den letzten 10 Jahren, als wir wirklich eine notwendige Notenbankpolitik des billigen Geldes hatten, als dieser Euroraum ja kurz vorm Kollaps stand, wir jetzt mit Liquidität geflutet werden, will jetzt da gar nicht volkswirtschaftlich werden, aber wir haben einfach diese Volkswirtschaft-Regelwerk ist etwas außer Kraft gesetzt und deswegen ja, hilft uns diese Trendanalyse, denn ich kann auch nie wissen, wann ein Trend endet, so richtig. Ich kann sehen, wann er getestet wird und ich kann sehen, wann er bricht. Wie? Jetzt muss ich wieder auf das, weil das ist plastisch. Vor der Rückrunde hat jeder gesagt, mei, was ich sehr schade finde, aber der erste FC Nürnberg ist unter der Linie, die steigen ab. Und da habe ich gesagt, wir sind erst abgestiegen, wenn wir wirklich abgestiegen sind. Und genauso ist es in der Börse. Ich bin erst aus dem Trend, wenn ich draus bin. Ich kann, wie letztes Jahr Bayer Leverkusen, 33 Spieltage nicht im Champions League, Champions League, also viert, nicht unter den ersten 4. Letzter Spieltag, 4. Champions League. Ich kann es vorher nicht wissen. Ich kann es mutmaßen, aber ich kann erst reagieren, wenn es soweit ist. Und dann muss ich auch, wenn ich den Trend analysiert habe, muss ich schauen, in was für einem befindet er sich. Aufwärts, abwärts, seitwärts. So, gemessen am Kapitalmarkt. Wenn der DAX jetzt plötzlich einbricht, kann ich trotzdem daran profitieren. Ich profitiere an fallenden Kursen. Wenn er seitwärts geht, kann ich davon auch profitieren. Und wenn er steigt, natürlich auch. Dann ist es aber wichtig, in welchem Stadium befindet sich das Ganze? Ist das Ganze heiß gelaufen? Ist es eher wahrscheinlich, dass der Trend bricht? Da gibt es markttechnische Komponenten. Also technische Analyse clustert sich ja auf in Markttechnik und in Charttechnik. Charttechnik ist das Deuten der Muster, das Linienziehen. Die Markttechnik, das sind mathematische, ja auch stochastische Kennzahlen, wo ich dann sage, okay, wir sind jetzt irgendwo oben angelangt, wir sind heiß gelaufen. Vergleiche das jetzt wieder mit dem Sport. Ich war früher Langstreckenläufer. Wenn Sie sich da Ihre Kraft auf die 42 Kilometer nicht einteilen, dann kriegen Sie ab Kilometer 30 den berühmten der Mann mit dem Hammer. Das heißt, Sie müssen immer versuchen, den Trend, Ihren Lauftrend nicht ganz auszureizen, weil sonst läuft die Gefahr, dieser Trend sich plötzlich ins Umgekehrte umkehrt und Sie ab Kilometer 30 stehen bleiben, nicht mehr können und den Marathon nicht beenden. Und genauso ist es ja in der Charttechnik, in der Markttechnik. Wo befinde ich? Welches Potenzial habe ich denn noch? Oder welches Risiko? Wo ist jetzt der Markt? Ist er noch? Ja, er ist noch im Aufwärtstrend, aber ist er schon heiß gelaufen? Könnte sich da vielleicht was ergeben? Wie auch immer. Und welches Anlageverhalten oder Instrument ist in diesem Trend angemessen? Sie können an der Börse immer verdienen.
ob es steigt, ob es fällt oder ob es gleich bleibt. Ja, da ist dann wirklich im Einzelfall zu entscheiden. Ja, und wir bewegen uns immer, ich will jetzt da keine Angst machen, das ist bloß ein bisschen übertrieben vielleicht, aber bei der Börse immer eher so am Abgrund, weil plötzlich kommt eine Meldung, keine Ahnung was wieder, wie das Coronavirus war, so schlimm wie es ist, oder Boris Johnson überlegt sich jetzt die und die Verhandlungsstrategie, und sie bewegen sich eigentlich immer irgendwo bei der Börse am Abgrund. Nicht am Abgrund, dass der Markt plötzlich fällt, sondern dass irgendwelche unerwarteten Meldungen kommen und dadurch ergeben sich Kauf- und Verkaufssignale. Und das ist so dieses, da gehe ich jetzt gar nicht im Detail drauf ein, weil da würden wir jetzt den ganzen Tag beschäftigt sein, aber damit arbeiten wir. Wir arbeiten mit Indikatoren. Ist was überkauft? Also überkauft heißt Hamburger Flughafen letzte Woche 6.20 Uhr, so viel war da noch nie los. Plötzlich wollen alle ein Ticket. Die Tickets sind überkauft, also ausverkauft. Die Nachfrage ist da und Sie kennen ja das. Wenig Tickets oder eine gewisse Anzahl an Tickets, hohe Nachfrage, der Preis steigt. Genauso bei Konzertkarten. Es kommt vielleicht Metallica oder welche Band auch immer kommt nach München ins Olympiastadion. Die könnten 200.000 Karten verkaufen, gibt aber nur 60.000. Also gibt's mehr Nachfrage als Angebot. Die Tickets gehen am Schwarzmarkt nach oben. Also auch diese Tickets sind überkauft. Es ist heiß gelaufen. Und genau so funktioniert die Börse. Wir haben primäre, sekundäre Trends. Da habe ich vorher darauf hingewiesen und so weiter und so fort. Ja. Ich muss ein bisschen, wie gesagt, auf die Zeit schauen. Wir haben jetzt aktuelle Beispiele dabei. Das, was ich jetzt so ein bisschen versucht habe, plastisch zu erklären, bildlich zu erklären, muss man natürlich jetzt auf die Börse überlegen. Bringt uns nichts, dass wir wissen, wer nächstes Jahr bei Olympia vielleicht Goldmedaille gewinnt, sondern wir wollen es ja auf die Börse darlegen. Und da habe ich jetzt ein paar Beispiele, sage ich mal, die wichtigsten Leitindizes oder die gängigsten Vehikel dabei, nämlich den S&P als die Leitwährung in Amerika. Man spricht oft vom Dow Jones, aber S&P 500 ist eigentlich die Leitwährung in Amerika und an der misst sich zum Beispiel auch Trump. Trump hat zwei Indikatoren. Einmal Arbeitsmarkt und S&P 500. Davon macht er seine Wiederwahl mehr oder weniger abhängig. Der S&P 500 ist für alle ersichtlich auf Allzeithoch, schreibt er sich auf die Fahnen. Arbeitsmarkt ist unten. Der Volkswirt sagt, ja klar ist der unten, weil er schuldenfinanziert unten ist. Interessiert aber die Börse gerade nicht, interessiert auch den Trump nicht. Also S&P als die amerikanische und eigentlich der Weltleitindex. Dann haben wir einen DAX, logischerweise das Gold. Iran am Anfang des Jahres, haben wir ja schon alle wieder vergessen. Da war doch was. Da wurde doch jemand auf irakischem Boden iranischer Staatsangehörigkeit von den Amerikanern. Wissen wir schon gar nicht mehr. Coronavirus, Brexit, bla bla bla. Das Gold müsste ja eigentlich durch die Decke gehen. Krisenwährung, Angstwährung. Macht's aber nicht. Tut's nicht. Auf Euro-Basis ja, aber auf Dollar-Basis nicht. Warum macht's denn das nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es Ihnen charttechnisch gleich erklären. Aber psychologisch und rational ist der Goldkurs im Moment ja auch nicht. Warum ist der Euro, wo er ist? Ja? Die Amerikaner sind extrem verschuldet. Wir Europäer, ja, bekleckern uns da auch nicht mit Ruhm. Was hat man eigentlich noch für Komponenten? Als ich damals vom Studium meine Bankausbildung begonnen habe, dann gab es so einen Satz, die Währung eines Landes ist wie die Aktie eines Unternehmens. Wenn das Land gut ist, steigt der Kurs der Währung. Wenn es nichts ist, dann fällt's. Kann man auch eigentlich ad acta legen im Moment. Die Notenbanken intervenieren, vielleicht nicht einmal die Notenbanken, aber die Fiskalpolitik, Steuererleichterungen, wie und was auch immer, um eben Währungen niedrig zu halten, um den Export anzukurbeln. Also der Währungskurs ist kein Indiz mehr für den Gesundheitszustand einer Volkswirtschaft. Und dann natürlich fundamental ganz schwer zu greifen, außer Sie sind wirklich Blockchain-Experte, ist der Bitcoin. Und natürlich dann auch die Renditen noch. Ja, fangen wir mal an mit den Amerikanern. Die Amerikaner haben einen Präsidenten, über den man jetzt hier endlos diskutieren könnte. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Man kann jetzt diskutieren, ob es gerechtfertigt ist, dass der S&P auf All-Time-High ist oder nicht. Könnten wir den ganzen Tag füllen.
Dem technischen Analysten ist es relativ, in Anführungsstrichen, egal, weil wir schauen uns das an, sagen, okay, dieser Trend wurde nach oben durchbrochen. Wir sind nicht einmal mehr nur in einem Aufwärtsmodus, sondern wir sind eigentlich in einer fast unaufhaltbaren Dynamik. Und solange eine Dynamik, ein Trend läuft, dann lass man halt laufen. Lass man laufen. So wie man Kinder laufen lässt, solange nichts passiert, so ungefähr. Aber wir lassen das einfach laufen. Wir müssen nur erkennen, wenn wir unsere Linien ziehen, unsere technischen Komponenten anschauen, wann wird es kritisch. Und zwar nicht fundamental kritisch, nicht politisch kritisch, sondern charttechnisch kritisch. Und dann gehe ich raus. Dann bin ich vielleicht mit einem guten Gewinn dabei oder mit einem minimierten Verlust, wie auch immer. Und der S&P, haben wir letzte Woche schon gesagt, vor ein paar Wochen bei NTV, da war das Allzeithoch ja noch hier unten. Da haben wir auch gesagt, es wird ein neues Allzeithoch geben. Und genauso ist es jetzt auch beim Primärtrend hier. Der Aufwärtsmodus ist intakter denn je. Diese Dynamik, die wir haben, scheint unaufhaltbar. Aber man muss halt damit rechnen, dass das vielleicht jetzt dann in diesen Läufermodus übergeht. Sie scheint unaufhaltbar, denn irgendein Läufer, irgendein Sprinter, selbst Usain Bolt musste irgendwann einmal eine Pause machen und nach 42 Kilometern oder wann auch immer, irgendwann ist da mal mit zu Ende. Das kann jetzt nicht ins Unermessliche weitersteigen in einem Rutsch. Der S&P wird in 10 Jahren bestimmt höher stehen wie jetzt, aber wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn wir jetzt investieren, nächste Woche 10% mehr auf dem Depot haben. Aber solange es läuft, läuft's. Und wenn der Trend bricht, dann bricht er und dann ist es Zeit, im Trendbruch rauszugehen. Nicht zum sagen, ah, das wird schon wieder, so nach dem Motto, ah, die Lindenstraße, die wird schon wieder kommen. Nix, die ist vorbei. Das ist leider so und wir werden die Mutter Balmer nicht mehr jeden Sonntag singen, aber es ist vorbei und damit müssen wir uns irgendwann mal auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz wird der S&P zumindest bis zur Wahl noch das ein oder andere Allzeithoch sehen. Wo das genau ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, wir gehen bis zur Wahl auf 3.500, 3.600, sondern wir müssen einfach den Trend laufen lassen. Solange wie er läuft, läuft er und dann freuen wir uns dran. Beim DAX ist es ähnlich. Beim DAX haben wir die Situation, dass wir einmal diesen Trend verlassen hatten und das ist auch so dieses, was man in der Charttechnik immer hat. Wir haben nämlich eben nicht immer die Glaskugel. Und als dieser Trend verlassen wurde, waren wir auch ganz schnell wieder drin. Das war Corona und das waren dann plötzlich gute Fundamentaldaten aus Amerika, wo sich jeder gefragt hat, warum werden die jetzt so hochgewichtet, wo man doch im Moment eher Angst hat vor dem Coronavirus. Und plötzlich hieß es, es ist ein Medikament gefunden. Die Sterberaten gehen in die Höhe, aber dann kommt die Meldung, es ist ein Medikament gefunden, vielleicht kann das helfen, die Hoffnung ist zurück, wir sind zurück im Trend, lassen den jetzt auch erstmal weiterlaufen. Wir haben ja, der Herr Mumm vor allem und auch wir von der technischen Analyse haben ja schon Ende letzten Jahres gesagt, die 14.000 sind wahrscheinlich nur eine Zwischenetappe, solange dieser Trend sich weiterschreibt. Und genau das ist es auch, der DAX ist jetzt auch in einer gewissen Aufwärtsdynamik, natürlich auch im Zuge des S&P 500, das muss man dazu sagen. Wenn der S&P Gas gibt, dann zuckeln wir hinterher. Wenn er leicht fällt, dann fallen wir aber auch überproportional. Also auch hier ist er schön eingezeichnet. Solange dieser Trend intakt ist und nicht verlassen oder verletzt wird, lassen wir einfach diese Investments weiterlaufen. Und wir werden auch hier über kurz oder lang wirklich neue Allzeithochs sehen. Beim Gold ist es so, ich habe es vorher erwähnt, wir haben noch 2 Minuten, ich muss wirklich ein bisschen, deswegen rede ich auch so schnell jetzt zum Ende hin. Das Gold wäre eigentlich was, wo jeder sagt, das möchte ich gern haben. Es ist ein endlicher Rohstoff, es ist ein nachhaltiger Rohstoff. Ich kann Gold nicht unendlich drucken wie eine Währung. Ich kann nicht sagen, okay, jetzt hauen wir mal wieder so und so viele Milliarden durch Zinssenkung auf den Markt, sondern Gold ist endlich. Gold ist in einem gewissen, ist seit hier in dem Bereich in einem Aufwärtsmodus wieder zurückgekehrt, hat jetzt in diesem Umfeld, wir hatten ja vor einiger Zeit auch die Türkei-Krise, dann hatten wir Brexit, dann hatten wir Iran, dann haben wir eine Ölkrise, jetzt haben wir wieder so einen Iran-Konflikt gehabt, leicht. Wir haben immer noch den Schwelen-Konflikt mit Nordkorea, das vergisst man ja alles. Das ist ja alles eklatant und wir haben einen US-Präsidenten Trump, wo man nie weiß, was twittert er morgen Nachmittag am Sonntag, wo die Presse erst am Montag reagieren kann, wie auch immer.
Aber das Gold hält sich irgendwo jetzt bei 1576. Fragen Sie mich nicht, warum. Fundamental warum. Technisch, es ist ein Keil in Trendrichtung, der sich jetzt erstmal ausbilden muss. Wir müssen durch dieses Nadelöhr hier, um zu wissen, wo geht es denn mittelfristig weiter. Und selbst dann lauert bei 1611 ein Widerstand. Sind Sie vor 10 Jahren ins Gold, sagen Sie, wieder zum Thema Primärtrend, ja, mag sei, ist mir relativ. Sind Sie hier rein, ist für Sie das sehr interessant? Oder wenn Sie jetzt überlegen, die Krisenherde Brexit, sollte ich vielleicht doch Gold kaufen, dann ist das eine wirklich charttechnisch und markttechnische Entscheidung, wo man im Moment abwarten sollte. Also man sollte sich nicht blind darauf vertrauen, dass die Krisenherde auch gleichzeitig das Gold nach oben treiben. Beim Euro ist es schon so lange so, dass der Euro wirklich, das ist ein Eldorado für einen Charttechniker, die letzten Jahre schon immer gewesen, hier seit 3 Jahren, kann man sagen, okay, eigentlich müsste der Dollar oder der Euro, der Fair Value, also die Kaufkraftparität der beiden Währungen, liegt bei 1,25 in etwa. Also fundamental, rechnerisch, müsste das Währungspaar bei 1,25 stehen. Werden Ihnen bestimmt die Volkswirte, die Devisenspezialisten bestätigen. Jetzt haben wir wieder beim Thema, er tut es aber nicht. Ja, er ist bei 1,08, 1,09. Warum? Wir hatten Muster, nämlich sogenannte Schulterkopf-Schulterformationen. Das ist eine sehr schöne Formation, weil die eine Eintrittswahrscheinlichkeit hat von 83%. Man muss sie nur erkennen. Ob sie dann eintritt oder nicht, das sehen wir, wenn die Nackenlinie bricht, wie es hier passiert ist, hier oben öfters mal, wie es hier passiert ist. Wenn sich aber so eine Schulterkopf-Schulterformation in Ausbildung befindet, also noch nicht vollendet ist, dann warne ich davor, darauf zu hoffen, dass sie eintritt. Weil in den seltensten Fällen ist es dann auch so. Sondern sie muss sich wirklich ausprägen, die Nackenlinie muss brechen. Und deswegen haben wir auch schon letztes Jahr, als viele darüber so ein bisschen geschmunzelt haben, haben mir gesagt, unser Ziel liegt bei 1,08 bis 1,05. Und das ist gestern, sagen wir halt Samstag, vorgestern waren wir ja auch schon bei 1,08, was eigentlich nicht sein dürfte, aber es ist so. Jetzt der Bitcoin. Bitcoin ist auch so eine Geschichte, da funktioniert wirklich Charttechnik par excellence. Wir sind im Bitcoin aktuell in einem Seitwärtstrend gefangen, der ja, hier in dem Bereich 9.000, 10.000 sich bewegt. Das ist so der übergeordnete Trend. Und bei Bitcoin sind ja 1.000 Euro mal gar nichts. Das ist ja mal an einem Tag passiert. Wir sind seit 2020 in so einer Aufwärtsbewegung, haben aber jetzt bei 10.500 den Deckel. Also es kann ganz schnell sein, wenn Sie jetzt zum Beispiel in der Zeitung gelesen haben, Bitcoin wieder bei 10.000, dann macht es bei Ihnen einen psychologischen Ticker, Mist, ich bin nicht dabei, ich brauche Bitcoin. Aber dass bei 10.500 eine massive Widerstandslinie ist, die vielleicht der Deckel ist für, dass der Markt überkauft ist, plötzlich die jetzt verdient haben, dann verkaufen. Sie kaufen bei 10.400, was auch immer, und wundern sich dann vielleicht bei 9.135, wo auch immer, warum habe ich das jetzt wieder gemacht? Sondern wenn Sie da in Bitcoin sind, dann sind Sie relativ entspannt. Sind Sie hier in den Bitcoin eingestiegen und haben das vielleicht überstanden, sind Sie auch relativ entspannt. Aber der Tertiärtrend, also der jetzt überlegt einzusteigen, der sollte sich wirklich mit den 10.500 mal auseinandersetzen, und mit der Markttechnik ist die Chance da, dass wir drüber gehen, also diesen Trend brechen, oder ist es relativ unwahrscheinlich und wir warten erst mal ab. Ja, und dann auch etwas, was man vielleicht nicht so klassisch wie Aktien, Rohstoffe oder Bitcoin technisch analysieren kann, das sind auch die Renditen. Also hier wird Ihnen der Herr Yildiz, unser CIO, unser Chefvolkswirt, auch nichts anderes erzählen, was die Charttechnik auch abwirft. Die Zinsen werden bis auf mittellangfristige Zeit niedrig bleiben. Wir werden bestenfalls null Renditen haben. Also es ist ja schon ein Erfolg, wenn man mittlerweile im Geldhandel zu 0% anlegt. Ein Kollege von mir hat mir mal erzählt, du, ich habe ein gutes Geschäft gemacht, ich habe zu 0% angelegt. Ich habe gesagt, das hättest du mal vor 20 Jahren der Bank leer verzählt, da hätten es die alle ausgelacht. Aber das ist genau so, die Renditen werden niedrig bleiben. Wir haben zwar jetzt leichte Ansätze von Christine Lagarde, die ja gesagt hat, also die Notenbankpolitik, die ja vor 17 Jahren so begonnen hat oder die Statuten festgelegt wurden, die sind vielleicht etwas veraltet. Wir müssen mal wieder
langfristig über höhere Zinsen nachdenken, aber langfristig. Und genau das sieht man hier auch am Chart. So, ja, das Thema ist Perspektiven 2020. Muss ich zugeben, da stand auch letztes Jahr 2019 bleibt spannend. 2020 bleibt auch spannend. Warum? Und es sind genau immer wieder jedes Jahr die gleichen vier Fragezeichen. Und da sehen Sie mal, warum dieser kompasstechnische Analyse so wichtig ist. Die Geopolitik bleibt unberechenbar, also die Politik und die Geopolitik. Nordkorea ist relativ still. China ist relativ still. Russland hört man jetzt so, oh, die machen irgendwas mit ihrem Nuklearwaffenprogramm. Was passiert denn da? Das sind Komponenten, die man nicht im Griff hat, mit denen man sich abfinden muss. Niedrigzins und Notenbanken bleibt das bestimmende Thema. Die Konjunktur kann man nicht wegleugnen. Man kann jetzt nicht sagen, also das, was wir vor 20 Jahren im Volkswirtschaftsstudium gelernt haben, das ist alles ad acta, das stimmt nicht. Die Konjunktur ist immer noch die Basis, das Fundament auch des Aktienmarktes. Denn wenn AGs kein Geld verdienen, dann wird auch der Kurs nicht steigen. Und was uns letztes Jahr, was uns dieses Jahr und was uns immer wieder begleiten wird, ist der Black Swan, also das unerwartete Ereignis. Und jetzt fragen Sie mal Pep Guardiola, was für ihn ein Black Swan ist. Nämlich diese Meldung, ihr dürft 2 Jahre nicht mehr Champions League spielen. Und genau das kann passieren am Kapitalmarkt. Es kann heute eine Meldung kommen, wenn wir wissen, wo der Trend verläuft, wenn wir wissen, wo wir reagieren müssen, dann sind wir relativ gut abgesichert. Den Black Swan werden wir nie voraussehen. Wir können aber mit den Regeln der Markttechnik und der Chartmuster dann zumindest reagieren können. Ja, dann heißt es ja so schön, mit der technischen Analyse haben Sie immer einen recht verlässlichen Kompass. Also es ist keine Glaskugel, es wäre schön, aber Sie kommen durch dieses Kapitalmarktdickicht ganz gut durch. Ich habe 5 Minuten überzogen, in Hamburg waren es 6, also habe ich mich verbessert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.